Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem zweiten Programmierbeispiel für das Modul Informatik 1. Und in diesem Programmierbeispiel soll es um das Spiel Snake gehen. Ich lasse es hier mal als Video ein bisschen laufen. Ich weiß nicht, ob Sie das Spiel kennen. Das war sozusagen auf einem der oder eines der ersten Spiele, was eine relativ weite Verbreitung gefunden hat, weil es auf Nokia Featured Phones, also auf diesen Handys, die noch keine Smartphones waren, aber zum Beispiel eine Kamera hatten und eben auch kleine Spiele hatten, verbreitet war. Sie sehen, es geht um eine Schlange, die einfach versucht, sozusagen diese roten Punkte zu fressen. Die waren da noch nicht rot. Wir haben hier etwas leistungsfähiger, deshalb gönnen wir uns hier sozusagen den Zielpunkt als rot. Und jedes Mal, wenn ich über einen solchen roten Punkt steuere, verlängert sich die Schlange. Sie wird auch etwas schneller und das Spiel ist dann beendet, wenn also die Schlange entweder in sich selber reinläuft oder eben aus den Begrenzungen herausläuft. Das ist sozusagen der Sinn des Spiels, das zu verhindern. Und es wird immer schwieriger, zum einen natürlich, weil die Schlange ein bisschen schneller wird und zum anderen, weil sie auch länger wird und sich dann auch immer mehr im Weg steht und irgendwann man sich meinetwegen auch den Weg verbaut hat und gar nicht mehr rauskommt. Das ist also das Ziel. Grundlage ist auch in diesem Fall wieder dieses Ausgangsquelltext, den wir schon im ersten Beispiel hatten. Und ich verlinke auch hier nochmal unter dem Video die entsprechenden Dateien, sodass Sie das nachvollziehen können. Allerdings werden wir aus dem ersten Beispiel die Geschichte mit den Zahlen hier rechts übernehmen, weil das sieht ja im Prinzip genauso aus. Also die Aufgabenstellung nochmal etwas näher erläutert. Bei Snake handelt es sich um ein simples Spiel, das ist wirklich relativ einfach, bekannt unter anderem durch die alten Nokia-Mobiltelefone. Wir haben eine sich automatisch bewegende Schlange, die also permanent sich bewegt, ich kann die nicht anhalten, und die muss ich über den Bildschirm steuern und muss dieses Essen sozusagen einsammeln. Und jedes eingesammelte Essen verlängert die Schlange um einen Dot, also einen Punkt. Stößt die Schlange an den Rand oder sich selbst, ist das Spiel beendet. Das auf sich selbst stoßen passiert auch, wenn sie zum Beispiel nach links läuft und ich steuere sie nach rechts, sodass sich der Kopf sozusagen in sich selber dreht oder auf sie zukommende Schlange dreht. Auch dann ist das Spiel beendet. Zu Beginn hat die Schlange eine Länge von 3 Pixeln und bewegt sich von der Mitte nach rechts. Das ist einfach mal so jetzt vorausgegeben. Die Steuerung soll über die Cursor-Tasten erfolgen und dieses Essen wird zufällig auf dem Bildschirm irgendwo platziert und ist eins aufgegessen, erscheint das nächste Essen und das Essen wird hier als roter Pixel dargestellt werden. Was natürlich nicht sein darf, ist, dass sich ein solcher roter Pixel in der Schlange befindet. Also ich darf den nicht auf die Schlange setzen. Auch hier ist sozusagen das Erste, was man tun muss, sich klar werden, was ist überhaupt die Aufgabe? Was ist hier genau zu beachten? Wie fängt das Ganze an? Was passiert während des Spiels und wann ist das Spiel beendet? Und auch hier habe ich einen einfachen Ablaufplan aufgestellt, der das auch nochmal zeigen soll. Also zu Beginn ist der Punktestand 0. Die Schlange startet in der Mitte mit einer Länge von 3 Pixeln und bewegt sich nach rechts und während des Spiels wird ein roter Pixel irgendwo platziert, zufällig, nicht auf der Schlange, und über die Cursor-Tasten kann ich jetzt die Richtung der Schlange ändern. Bewegt sich der Kopf der Schlange über ein Essen, also bewegt sich die Schlange über ein Essen, verschwindet dieses, die Schlange verlängert sich um einen Pixel, der Punktestand erhöht sich um 1 und es wird ein neues Essen platziert. Bewegt sich die Schlange gegen den Rand oder sich selbst, ist das Spiel beendet. Mehr ist eigentlich zu diesem Spiel nicht zu sagen. Und auch jetzt müssen wir uns sozusagen überlegen, was sind denn Detailaufgaben, die wir hier lösen müssen, wenn wir das Ganze programmieren wollen. Also,
Speicherung und Anzeige des Punktestandes. Also das, was wir in der Anzeige rechts sehen, ist etwas, was wir im ersten Beispiel schon gelöst haben. Und da werden wir auch einfach diese Geschichte uns sozusagen übernehmen. Da müssen wir uns überlegen, wie können wir die Informationen über die Schlange speichern. Was sind das überhaupt für Informationen, die ich von der Schlange habe? Dann, wenn mir das klar ist, kann ich mir auch Gedanken darüber machen, wie verlängere ich die Schlange und wie bewege ich die Schlange. Das sind ja grundlegende Dinge, die ich erstmal klären muss, damit ich weiß, wie geht das Ganze. Ja, Steuerung der Schlange über die Cursor-Tasten. Wenn wir das haben und die Schlange kann sich sozusagen frei auf dem Bildschirm bewegen, dann können wir uns um das Essen kümmern, können gucken, wie verteilen wir das Essen. Und am Ende müssen wir gucken, ja, überschlängelt die Schlange ein Essen, ja oder nein? Und wenn ja, müssen wir es verlängern. Oder rennt sie zum Beispiel gegen die Wand, links, rechts, oben, unten oder sich selbst? Und das ist sozusagen Test auf das Spielende, beziehungsweise Test aufs Essen und dann verlängern und so weiter und so fort. Das sind also erstmal Detailaufgaben, die ich mir so überlege, wenn ich mir das Ganze anschaue. Je nachdem können weitere Teilaufgaben dazukommen, die ich vielleicht jetzt so direkt noch nicht erkannt habe, aber ich denke, das ist so das Wesentliche, was wir hier auf Anhieb erst einmal sehen würden. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, der Speicherung und der Anzeige des Punktestandes. Wie gesagt, das gleiche Problem hatten wir schon in dem letzten Spiel mit diesen 10 Punkten, die nach oben gelaufen sind. Falls Sie das jetzt nicht mitgemacht haben, empfehle ich Ihnen das Video, das vorhergehende Video anzuschauen und da sich die Lösung dann entsprechend rauszusuchen. Wir schauen ganz kurz in den Quelltext dieses Beispiels. Das ist also unsere Ausgangssituation für mit den Ausgangsdateien, da kommen wir gleich hin. Und das ist sozusagen das, was wir beim letzten Mal hatten. Wir hatten eine Function Zeichnepunkte entwickelt. Machen wir die Schrift etwas größer. Eine Zeichnepunkte entwickelt, die dann die 100er-Stelle, 10er-Stelle, 1er-Stelle berechnet hat von unserer globalen Variable Punktestand. Und diese hat dann noch die Zeichnezifferfunktion verwendet. Was wir also brauchen, ist die Function Zeichneziffer, die die einzelne Ziffer zeichnet, und die Function Zeichnepunkte. So, das kopieren wir jetzt mal und gehen in unseren Quelltext, der aus dieser einfachen Index.html besteht und mit diesem Canvas drin, mit der Init-Canvas-Funktion und dem JavaScript Main.js. In der CSS haben wir, glaube ich, nur ein bisschen was drin. Und hier haben wir sozusagen die ganzen Funktionen, die wir nutzen können. Ich klicke das mal nochmal zusammen. Dieses Set-Memory werden wir dieses Mal nicht gebrauchen. Wir werden nur die Funktion dot verwenden. Und da haben wir eben auch die Möglichkeit, einen roten Punkt zu setzen. Und wir werden aber das Testen auf einen Punkt hier nutzen müssen, weil wir müssen ja gucken, ob an einer bestimmten Stelle irgendein Punkt ist. Und da liefert uns ist dort einen Rückgabewert true oder false. True, sobald was anderes als 0 drin steht. Ja, also das ist das, was wir als Ausgangssituation haben. Hinter das Init Canvas oder noch davor, die Functions sollte man eigentlich davor machen, bevor irgendwas aufgerufen wird, kopiere ich jetzt einfach mal diese Function zeichnet Ziffer und ich klappe die auch gleich weg, weil eigentlich interessiert mich jetzt gar nicht mehr, wie diese Funktion funktioniert. Ich weiß, wie ich sie aufrufe, um eine Ziffer anzuzeigen, und das hat auch funktioniert, das sollte hier auch funktionieren, und die könnte ich auch zusammenklappen. Dann habe ich aber ein kleines Problem, dass ich nämlich eigentlich hier wissen muss, wie heißt denn die globale Variable. Ja? Und damit ich davon unabhängig bin und damit ich so eine Funktion einfach besser mehrfach verwenden kann, übergebe ich hier einfach eine Variable, die kann dann außerhalb irgendwie heißen, aber hier heißt sie dann innerhalb Punktestand. Das heißt, das, was vorher eine globale Variable war,
ist jetzt ein Parameter und als Parameter wird sozusagen eine lokale Variable nur hier innerhalb bekannt. Und jetzt kann ich das wegklappen und jetzt interessiert mich gar nicht, wie diese Funktion genau funktioniert. Ich weiß nur, wenn ich hier unten irgendwo zeichne Punkte, Klammer auf, und gebe die 1, 3, 5 an, also einen Wert, übergebe an den Parameter, das Ganze speichere. Ich habe das Ganze gestartet mit dem Live-Server, das heißt, es sollte hier direkt geladen werden und wir sehen, das Ganze funktioniert. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man Dinge, sagen wir mal, immer wieder verwenden kann, ja, dass ich mir jetzt über das, was bei der letzten Aufgabenstellung eigentlich das Aufwendigste war, was wir am Schluss gemacht haben, dass das jetzt eigentlich, das war jetzt einfach, sozusagen. Das kann ich einfach verwenden. Ja, wir hatten noch einen Balken da rechts auf dem Bild. Den kann ich auch noch hinzeichnen mit setMemory. Da habe ich doch das Memory hier verwendet, aber egal. setMemory, das war, glaube ich, 23. Ich probiere es einfach mal. set255 nach 23. Ich hoffe, so rum war es richtig, sonst muss ich nochmal nachgucken. Das war es nicht. Also nach 23 und da die 255. Und dann sehen wir, es ist 1, 2, 23, 24, 25. Also auf die 25 setzen wir hier unseren Balken. Ja, 1, 2, 3, das ist wieder gelungen. Es muss auf die 24 gesetzt werden, weil natürlich die 1 hier, diese Ziffer geht ja noch 1 weiter, also setzen wir es auf 24, dann sollte das stimmen. Wir schauen uns das gleich nochmal an. In dem Bild, es sind tatsächlich 2 dazwischen, also 23. So entspricht es dem Bild, was wir jetzt hier nochmal sehen, wenn ich die Folien starte. Also hier sind 2 dazwischen, so sei es denn. Gut. Also wir können die Lösung sozusagen für Speicherung und Anzeige des Punktestandes aus dem Programmierbeispiel 1 übernehmen. Um sie allerdings sinnvoll kopierbar zu machen, diese Funktion, ist es sinnvoll sozusagen in einer Funktion nicht auf globale Variablen außen zuzugreifen, sondern diese Funktion, ich nehme jetzt mal einen Begriff aus der objektorientierten Programmierung, der den Effekt beschreibt, ich muss das abkapseln. Ich verkapsle sozusagen diese Funktion, sodass sie nur über definierte Zugänge erreichbar ist, sprich über diese Parameter, und alles, was innen drin ist, interessiert mich nicht. Und das kann ich machen, indem ich hier also einen Parameter übergebe, und deshalb, damit es auch irgendwie sinnvoll ist, nenne ich jetzt außerhalb meiner Punkte Punkte und nicht Punkte Stand und kann dann aufrufen, zeichne Punkte gleich Punkte. Also hier meine Punkte var Punkte gleich 0, zeichne Punkte, und dann übergebe ich diese Variable mit dem Punktestand. Und immer wenn sich der Punktestand ändert, muss ich zeichne Punkte aufrufen, damit das Ganze auch dargestellt wird. Also mache ich das vielleicht mal ein bisschen näher dran. Also die Punkte ändern sich, ich weise irgendwas der Punktezahl zu und dann rufe ich zeichne Punkte auf und dann wird der entsprechende Punktestand angezeigt. Das war jetzt die erste Teilaufgabe, die haben wir jetzt relativ schnell gelöst, weil wir sie bereits irgendwo gelöst haben. Und es ist einfach üblich beim Programmieren, sozusagen das Rad nicht immer neu zu erfinden, sondern eben zu gucken, gibt es einen Source Code, der mein Problem bereits löst. Und wenn ich den selber geschrieben habe, fällt es mir vielleicht auch leichter ein und dann kann ich den benutzen. Aber es ist auch nicht unüblich, im Internet nach einer Lösung für ein bestehendes Problem zu suchen und diesen Quellcode zu verwenden. Wichtig dabei ist, wenn das sofort funktioniert, ist alles gut. Wenn es aber nicht funktioniert, dann muss ich mir diesen Quellcode, den ich kopiert habe, eben näher anschauen und ihn notfalls auch verstehen, um Änderungen daran machen zu können, damit es zu meinem Problem auch passt. Okay, also Speicherung und Anzeige des Punktestandes. Kommen wir zur nächsten Detailaufgabe. Wir haben ja diese Schlange und diese Schlange soll sich über diesem Dings bewegen und wie speichere ich jetzt diese Informationen? Naja, diese Schlange besteht aus einzelnen Punkten. So,
So, ein solcher Punkt besteht aus zwei Werten, aus x und y. Soweit, so gut. Die Schlange besteht also aus einer Liste von drei Punkten und diese Liste wird mit jedem Essen sozusagen um 1 erweitert. Ich habe also eine Ansammlung gleichartiger Daten, die automatisiert abgearbeitet werden sollen. Das heißt, hier springt uns als erstes ein Array in den Weg. Das heißt, ich speichere die Punkte in einem Array. Also, jetzt ist nur die Frage, wie soll das Array aussehen? Weil ich habe ja sozusagen für jeden Punkt zwei Werte, den x und den y-Wert. Jetzt kann ich zum einen hingehen und kann ein einfaches Array machen, so wie hier, snake gleich, eckige Klammern 11,4, 10,4. Das sind ja sozusagen die Werte für diese x, y. Und ich kann immer abwechselnd zuerst den x-Wert und dann den y-Wert speichern. Das wäre jetzt der Kopf. Ich fange an der Stelle 0 mit dem Kopf an, muss ich mir überlegen. Ich erzähle nachher, warum das sinnvoll ist. Sie könnten das auch anders sehen, weil hier fängt es ja auch, hier soll der Kopf sein, der läuft nach rechts los. So ist es vereinbart. In der Aufgabenstellung, die Schlange läuft nach rechts los, ungefähr in der Mitte platziert. Ich habe jetzt die Werte 11,4, 10,4 und 9,4 gewählt. Sie können auch ein paar andere Werte wählen, aber so macht das für mich jetzt erstmal Sinn, erstmal beliebig. Und man könnte natürlich auch sagen, okay, ich fange mit dem linken Wert an und der Kopf ist ganz rechts. Ich habe es jetzt umgekehrt gemacht. Bei mir ist der erste Wert der Kopf und der nächste Wert und der nächste Wert und so weiter. Warum? Den Kopf kann ich immer über 0 zugreifen. Ja, wenn das Array sich verlängert, also noch ein Wert dazukommt, dann wäre der Kopf nicht mehr an der Stelle 0, also wenn man jetzt 0 und 1 wäre jetzt der Kopf, 2 und 3, 4 und 5, sondern dann wäre auf einmal 5 und 6, also die Position des Kopfes würde sich im Array verändern. Wenn ich allerdings den Kopf hier vorne nehme, dann ist immer die gleiche Position, nur der Schwanz wird länger. Das ist also der Hauptgrund, warum ich den Kopf jetzt hier vorne annehme. In welche Richtung das geht, ist vollkommen wurscht. Wenn ich das so machen würde, dann muss ich hier beim Zugriff auf die Elemente ein bisschen rumrechnen. Wir hatten das ja auch mit der Positionierung der Dots zum Beispiel in dem letzten Beispiel oder auch in der Positionierung der Ziffern. Hier in dem Source Code, den wir jetzt hier haben, da mussten wir ja auch ein bisschen rumrechnen. Die Zeichen Ziffer. Ja, hier haben wir die Ziffer und da haben wir so eine Position, wie kommen wir zu einer bestimmten Stelle hin. So ähnlich müssen wir das hier auch machen, wenn wir darauf zugreifen wollen. Das heißt, wir haben hier, ja, um die Position 0, das wäre unser erster, das wäre der Kopf. Der hat also die X-Position an 0 mal 2, also an 0. Und die Y-Position an 0 mal 2 plus 1, also an 1. Das wäre zum Beispiel die Position der Daten für den Kopf, nulltes Element, wenn ich drei Elemente habe. Das dritte Element jetzt mit dem Index 2 wäre dann eben 4, 2 mal 2 ist 4, ja genau, 0, 1, 2, 3, 4 ist also diese 9, ich war jetzt etwas irritiert. Und dann natürlich 4 plus 1 ist die Position 5, wäre dann der Wert 4. Hier nur mal einen ganz kurzen Blick auf diese Darstellung im Speicher. Ich habe das nur mal so grob hier in Excel irgendwie zusammengehauen. Stellen Sie sich einfach vor, diese Werte liegen in einem Array und die liegen tatsächlich im Speicher einfach hintereinander. Das wäre eine Möglichkeit, das Ganze hier abzuspeichern. Wir sehen allerdings, dass es nicht ganz elegant ist, auf diese Werte zuzugreifen. Deshalb schauen wir uns eine weitere Möglichkeit an. Wir könnten hingehen und könnten unsere Werte für diese drei Punkte als Array nehmen. Also ein x, y-Wert und dann ein Array aus Arrays machen. Das haben wir schon mal gehabt. Das Problem hierbei ist allerdings, dass ein Array aus Arrays im Speicher nicht so direkt hintereinander gelegen hat. Also die einzelnen Werte werden nicht so direkt hintereinander gelegt, weil ein Array natürlich länger werden kann. Ja, wenn Sie eine Integerzahl haben, die hat eine bestimmte Größe. Das heißt, in einem Array kann ich direkt die nächste Integerzahl hinten dran machen.
und nochmal und nochmal. Und der Rechner weiß sozusagen, wie weit die voneinander weg sind. Bei einem Array habe ich allerdings das Problem, dass ich ein Array ja größer machen kann, indem ich was anhänge, noch neu dazufüge. Das heißt, diese Größe ist irgendwie dynamisch und ich kann die nicht so hintereinander hängen. Deshalb verweist er auf andere Speicherstellen, wo dann dieses Array steht, was dann eventuell nochmal verlängert werden kann. Und das hat ein paar Probleme, wenn ich jetzt irgendwas austauschen will. Also wenn ich zum Beispiel die Schlange weiter bewegen will, dann kommen wir gleich nochmal genau drauf, dann übernehme ich sozusagen den Wert des Kopfes, der wird der Wert der nächsten ersten Position, ja, weil die Schlange sich ja über den Kopf sozusagen wegbewegt. Da, wo vorher der Kopf war, rutscht dann das erste Teil nach und der Kopf hat sich je nach Richtung woanders hin bewegt. Und wenn ich dann so eine Zuweisung mache, in dem Fall, dann werden Sie feststellen, dass das nicht funktioniert. Warum? Das ist jetzt nur mal so ein bisschen symbolisch dargestellt. Wir haben hier dieses Array und in diesem Array haben wir Verweise auf andere Arrays. Und wenn ich jetzt diese Zuweisung mache, Snake an der Stelle 1 gleich Snake an der Stelle 0 und dann übernimmt er den Pfeil und beide verweisen sozusagen auf das gleiche Element und das führt dazu, dass Ihre Schlange nachher immer kleiner wird und nicht mehr funktioniert. Ich weiß es deshalb, weil ich genau diesen Fehler am Anfang gemacht habe. Also, wenn Sie es jetzt nicht gleich so ganz verstehen, ist kein Problem. Sie werden vielleicht nochmal drüber stolpern, wenn Sie ein Array in einem Array machen und so irgendwas nicht funktioniert, dann sollte bei Ihnen vielleicht irgendwann mal was klingeln, dass Sie sagen, der Bleimel hat gesagt, irgendwie wird das nicht richtig funktionieren. Also Array in einem Array und da einfache Zuweisung würde nicht funktionieren. Was man hier machen müsste, man müsste tatsächlich hingehen und müsste sagen, Snake an der Stelle L, 0, also der erste Wert, gleich sowieso 0, der zweite Wert, und dann würde das funktionieren. Also jeweils auf diese genauen Werte zugreifen, dann habe ich nämlich die Speicherstelle, wo auch genau der Wert drinsteht. Das würde funktionieren. Was aber viel eleganter ist, weil es für uns viel besser verstehbar ist. Und da kommen wir wieder zu diesem Objektorientierten, wo man sagt, oder wo ich Ihnen gesagt habe, objektorientierte Programmierung wurde erfunden, um dem Menschen das ganze Programmieren etwas einfacher zu machen. Wir verwenden ein JavaScript-Objekt. Und ein JavaScript-Objekt beginnt mit einer geschweiften Klammer und hat dann sozusagen durch Komma getrennt ein Key-Value-Bar. Key-Value-Par. Also x Doppelpunkt vom Wert 11, y Doppelpunkt vom Wert 4. Man kann die natürlich auch untereinander schreiben. Und wenn ich so einen Punkt definiere, dann kann ich auf die einzelnen konkreten Werte so zugreifen. Punkt, 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 x, Punkt, Punkt, y. Das ist die sogenannte Punktnotation, die wir ja auch schon mehrfach hatten. Konsole, Punkt, log. Da wird eine Methode des Objektes Konsole aufgerufen. Also nichts, was jetzt irgendwie ganz neu wäre. Aber Sie sehen natürlich, da steckt ein gewisser Sinn hinten dran. Da verstehe ich sofort, um was es geht. Der Punkt x, das ist der x-Wert, Punkt y ist der y-Wert meines Punktes. Das ist sehr viel einfacher zu verstehen. Und meine Schlange würde dann jetzt so aussehen. Ich habe also hier ein Array mit 3 Elementen, jetzt aber Objekte mit jeweils den Eigenschaften x und y mit den entsprechenden Werten drin. Und um jetzt auf einen entsprechenden Punkt zuzugreifen, dann nehme ich eben entsprechend das Array-Element an der Stelle L und Punkt x, Punkt y, was natürlich deutlich einfacher zu verstehen ist. Ja, es gilt hier aber das gleiche Problem wie davor angesprochen, ich zeige es nochmal ganz kurz, nämlich, dass auch hier sozusagen auf diese Objekte verwiesen wird. Und wenn ich eine solche Zuweisung mache, dann habe ich das Problem, dass ich tatsächlich auf dieselben, nicht nur die gleichen, auf dieselben Objekte verweise. Und wenn ich dann einen x-Wert bei dem einen
über den einen Pfad sozusagen folgend verändere, dann ist es auch bei dem anderen Link sozusagen entsprechend verändert. Das heißt, ich muss ähnlich hier eine Zuweisung machen, nur dass es hier Punkt X und Punkt Y heißt, was dann wieder deutlich einfacher zu verstehen ist. Genau, das kommt aber an anderer Stelle. Jetzt machen wir genau das. Wir definieren uns unsere Schlange. Also snake var gleich ein Array. Entschuldigung, ein Array. Und dieses Array enthält drei Objekte mit einem x-Wert von 11, einem y-Wert von 4. Wie gesagt, das sind jetzt von mir gewählte Ausgangspunkte. In Array werden die einzelnen Elemente durch Komma getrennt. Ein x-Wert von 10, also jetzt 1 nebendran. Auch hier ist der Kopf sozusagen das oberste Element, bleibt auf 4. Und x Doppelpunkt 9, y Doppelpunkt 4. Das ist jetzt sozusagen die Definition meiner Schlange. Gut. Nächste Teilaufgabe war, wie verlängere ich die Schlange? In dem Moment relativ einfach. Zugegebenermaßen muss ich das öfters auch mal nachgoogeln, weil Arrays in unterschiedlichen Programmiersprachen einfach auch unterschiedlich gehandhabt werden. Dann gibt es unterschiedliche Methoden, wie man das Ganze macht. Und wenn Sie jetzt eingeben würden, JavaScript Array anhängen als Suche, dann würden Sie relativ schnell auf diese Methode push kommen. Also snake, das ist unser Array.push, das heißt, das ist irgendwie ein Objekt und hat eine Methode push. Und in Klammern gebe ich dann das neue Element an, was natürlich zu diesem Array passen sollte. Also ein x-Wert und ein y-Wert. Und dann sollte das funktionieren. Wir können uns das mal anschauen. Als erstes gebe ich hier einfach mal mit Konsole log. Ich mache hier mal die Konsole auf, so dass wir die sehen. Hier ist die Konsole. So. Und dann mache ich hier Konsole.log und geben mal snake aus. Und dann schauen wir mal, was er da macht. Speichern. Und da ist unser Array mit den drei Werten. Und wenn ich jetzt ein snake.push und dann gebe ich ein neues Element an, x Doppelpunkt 1, y Doppelpunkt 1. Der Wert ist jetzt erstmal vollkommen wurscht. Und nochmal ein Konsole log snake. Und dann kann ich mir das angucken und dann sehen wir, dass, jetzt hat er das hier umgebrochen, weil es zu lang ist, vier Elemente drin sind, hier waren drei Elemente drin und das andere ist sozusagen angehängt, hinten angehängt. Das ist also die Möglichkeit, die Schlange nachher zu verlängern. Es macht Sinn, wenn Sie jetzt gesucht haben, nach wie können Sie es verlängern, das auch einfach mal so, wie ich das jetzt gemacht habe, auszuprobieren. Einfach damit Sie die Funktionsweise dieser gefundenen Methode verstehen und dass Sie also das auch schon mal überprüfen können, ob das so funktioniert. Das können wir dann natürlich hier wieder rauskommentieren. Okay, das war also das Verlängern der Schlange als Teilaufgabe, jetzt auch nicht so ganz so kritisch. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt, Bewegung der Schlange. Die Schlange soll es ja bewegen. So, also da oben rechts haben wir das Ausgangsbild und jetzt soll sie sich bewegen und sie soll nach rechts loslaufen. Jetzt die Frage, in welche Richtung sie läuft, sehr wichtig, wir ändern mit den Cursor-Tasten die Richtung. Aber solange wir keine Cursor-Taste drücken, geht sie immer in die gleiche Richtung. Das heißt, wir definieren uns wir haben vier mögliche Richtungen, wir definieren uns eine Variable, in dem Fall var Richtung, und geben deren Wert. Und dieser Wert steht dann jeweils für irgendeine Richtung. Welche Werte Sie da zuweisen, ist vollkommen wurscht. Sie müssen nur nachher genau diese Werte wieder verwenden. Am einfachsten ist es, ich fange bei 0 an, 0 ist nach rechts, 1 nach unten, links und oben.
nur nachher mal Video gucken, ob das die richtige Richtung ist, wenn Sie sich das Video angucken. Also einfach so einmal im Uhrzeigersinn rum sozusagen durchgezählt. So einfach ist das. Und das gebe ich jetzt mal in den Quelltext ein. Also Wahlrichtung gleich 0 und auch hier 0 gleich rechts, 1 gleich nach unten, 2 gleich nach links und 3 gleich nach oben. Sie können, wie gesagt, irgendeine Zuordnung machen, das ist vollkommen wurscht. Wichtig ist, dass Sie nachher nochmal gucken müssen oder sich daran erinnern müssen, wie haben Sie die benannt. Wenn es darum geht, Sie wollen die Richtung ändern, dann müssen Sie halt auf die entsprechende Sache wieder zurückkommen. So. Wie bewegt sich nun die Schlange? Ich habe hier mal diese Schlange symbolisch hingezeichnet. Ich habe sie hingezeichnet hier mit dem entsprechenden Index. Das ist die Ausgangsposition. Index 0, Index 1, Index 2. Was passiert nun? Erstens, der Kopf wird sozusagen neu. Der kriegt einen neuen Wert. Und der könnte auch hier oben sein, der könnte hier unten sein. Er kann nicht zurück sein, weil zurücklaufen sie in sich selber, ist das Spiel zu Ende. Aber er könnte eben hier oben drüber sein, hier oder hier unten sein. Und die Position 1 hier bewegt sich auf die Stelle, wo vorher der Kopf war, und Position 2 bewegt sich auf die. Also von 0 wird auf 1 übernommen, von 1 auf 2 und 0 kriegt einen 9. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie das Ganze durchgeführt wird. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Gehen wir hier mal raus. Ich mache jetzt mal eine Function bewege Schlange. Function. Das mache ich natürlich nicht da unten. So. Jetzt fällt mir ein, was ich als Teilaufgabe vergessen habe, weil es irgendwie schon so einfach war. Wir müssten ja die Schlange auch mal sehen, um die Schlange bewegen zu können. Und es fällt mir deshalb auf, weil letztendlich in dieser Function bewege Schlange irgendwo natürlich ein Zeichner Snake aufgerufen werden sollte. Also eine Funktion, die meine Schlange zeichnet. Und diese Function zeichne Snake, die definiere ich jetzt mal ganz kurz, und die ist relativ einfach. Was haben wir? Wir haben ein Array, wo ist es? Ein Array, hier haben wir es. Hier unten haben wir es ja. Hier haben wir ein Array. Da stehen die einzelnen Punkte meiner Schlange drin, die ich mit einem schwarzen Dot sozusagen hinsetzen muss. Das heißt, ich muss dieses Array abarbeiten, Snake, und muss die einzelnen X- und Y-Werte mit dieser Dot-Funktion, die aus der Main.js kommt, abspeichern. Also ich brauche eine einfache Schleife, die da lautet for, gucken, dass ich das jetzt mit meiner Vorlage in Übereinstimmung bringe, eine Vorschleife, die ist gut geeignet. Ich mache eine Laufvariable, die bei mir immer L heißt, damit ich nicht drüber nachdenken muss. Die fängt bei 0 an, weil das Array bei 0 anfängt. Und die geht bis L kleiner snake.length. Wir haben vorhin schon gesehen, dass dieses snake.push, dass dieses snake ja wohl ein Objekt sein muss und eine entsprechende Methode bietet, aber auch Eigenschaften. Und diese Methode push zum Beispiel hängt was Neues an. Und wenn Sie einfach mal googeln, JavaScript Array Länge. Beim Googeln immer zuerst die Programmiersprache, sonst landen Sie eventuell in C, in C Sharp, in irgendetwas, was Sie jetzt nicht interessiert. Deshalb JavaScript Array Länge. Dann kommen Sie darauf, dass es eine Eigenschaft gibt, Length. Und die gibt die Länge an. Das heißt, wenn wir ein dreielementiges Array haben, so wie in unserem Fall, ist die Länge 3. Wir laufen aber von 0, 1 bis 2, also bis Length minus 1. So, und am Ende machen wir L gleich L plus 1 oder eben die abgekürzte Schreibweise, die in dem Fall
einfach praktischer ist, L++. Und was machen wir? Wir machen einen Dot an der Stelle x, y, 1, das wäre schwarz. Und dieses x ist jetzt mein Snake an der Stelle L, am Anfang 0, am Ende sowieso, Punkt x. Und Snake an der Stelle L, Punkt y. So. Ganz kurz diese Funktion testen, dass die auch funktioniert, indem ich einfach hier hinten dran, wo die Snake sozusagen definiert ist, einfach mal aufrufen, zeichne Snake. Und sind nur zwei. Warum das? Das ist doch blöd, oder? 11,4, 10,4, 9,4. Zeichne Snake. Von 0, L kleiner. Also, ja, ich habe doppelt gemoppelt. Also entweder ist es L kleiner gleich Snake Length minus 1. Kleiner gleich, das heißt Snake Length minus 1 wären ja am Anfang nur 3, 2. Also muss bis 2 laufen. Also kleiner gleich Length minus 1. Oder es ist kleiner als Snake Length. Dann brauche ich die minus 1 nicht. So, also wieder was zum Debugging dazugelernt. Sie merken, solche einfachen Fehler passieren nicht nur Ihnen beim Programmieren, die passieren mir genauso. Die Frage ist nur, ich habe die schon so oft gehabt, dass ich sie relativ schnell finde. Deshalb schneide ich das auch nie raus, weil es natürlich zum Lernprozess beim Programmieren einfach dazugehört, dass man solche Fehler macht und dann nicht aufgibt, sondern eben versucht herauszufinden, wo liegt der Fehler. Okay, also sie funktioniert. Und deshalb habe ich sie auch getestet, um nicht nachher festzustellen, dass irgendwas nicht funktioniert und ich nicht genau weiß, wo. Diese Funktion funktioniert jetzt. Also, bewege Schlange. Da haben wir unsere Schlange, die wir aber am Ende erst im Prinzip, wir wollen sie ja wegbewegen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir das bewegen wollen. Ich gucke nochmal in die Folien rein. Achtung, so. Zugriff auf den Punkt bei L, das haben wir gerade so gemacht. Die Snake, ja, da waren wir gerade. Array anhängen, das haben wir, ich habe zurückgeblättert, um da zu gucken. So wollen wir die bewegen. So, und jetzt machen wir im Prinzip sowas Ähnliches. Alle Punkte bewegen sich auf die Koordinaten ihrer Vorgänger. Wenn ich den Kopf, sozusagen, die erste Stelle muss ja auf die Position des Kopfes gehen. Und der Kopf kriegt was Neues. Wenn ich aber den Kopf zuerst mit was Neuem bestücke und dann das kopieren will, funktioniert es ja nicht mehr, weil die ursprüngliche Information weg ist. Also muss ich von hinten anfangen. Die Position des Letzten, die kann verloren gehen, weil die Schlange bewegt sich da ja weg. Ja, die Information kann verloren gehen. Das heißt, ich fange hinten an, an der längsten Stelle und setze den Wert auf die vorletzte Stelle. Und dann immer so eins weiter. Und das heißt, ich habe hier eine Schleife, die von hinten losläuft. L gleich Snake Length minus 1, also in dem Fall die Stelle 2. Länge ist 3, minus 1, 2. Und solange L größer ist als 0 und am Ende wird L um 1 erniedrigt. Das ist eine Schleife, die in Array durchläuft, aber in der anderen Richtung. Und ich setze einfach Snake an der Stelle L gleich Snake an der Stelle L minus 1. Wir schauen uns das mal an. Also, for var L gleich length, Entschuldigung, snake.length minus 1. Weil wir ja bei 0 anfangen, die Länge aber natürlich von 1 bis irgendwas ausgibt. Das sind drei Elemente von 0 bis 2. L muss größer sein als 0. L0 machen wir nicht, weil wenn wir 0 angeben und wir wollen auf minus 1 zugreifen, kriegen wir nur Ärger. Also das Letzte, was sein darf, ist 1 und das greift dann sozusagen auf die, kopiert sich das von der 0. Und am Ende machen wir L minus minus, das entspricht diesem L plus plus, nur dass L gleich L minus 1 ist. So, und was machen wir da drin? Da drin machen wir Snake
an der Stelle L gleich Snake an der Stelle L minus 1. Das heißt, wenn wir hier eine 1 haben, dann haben wir hier 0. Und das ist sozusagen, der Kopf wird kopiert in das erste hinten dran. Und dann sagen wir, zeichne Snake. Wir können uns das mal anschauen. Wir machen es aber, mit dem Zeichnen wird nicht allzu viel passieren. Also doch hier nochmal ein zeichne Snake. Und ein bewege Schlange. Na, hätte ich auch Snake nennen können. Ich nenne es auch mal Snake, ist vielleicht etwas konsistenter, schönes Denglisch. Snake. So. Ja, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das sind noch die Ausgangspositionen. Warum hat das nicht funktioniert? Gute Frage. Wir lassen es uns mal ausgeben. Wir geben uns hier mal aus. Konsole.log und wir geben Snake aus. Und hier machen wir ein Konsole.log und geben Snake aus. Einfach mal zweimal hintereinander. So. Doch es ist was passiert. Ja, es hat funktioniert. Das Problem ist nur, der Punkt, der vorher am Ende war, der funktioniert noch. Der Kopf hat noch den gleichen Wert, den müsste ich ja jetzt weiter bewegen. Da sind wir aber noch nicht. Wir sehen, der erste Punkt hat den vom Kopf erhalten und der nächste Punkt hat den von dem erhalten und ja, der vierte gibt es nicht mehr. Aber da ist noch ein schwarzer Punkt. Das heißt, wir müssen erstmal die Schlange löschen, bevor wir sie neu zeichnen können. Weil ich zeichne zwar hier neue Punkte hin, aber ich zeichne hier kein Löschen hin. Das heißt, ich muss erstmal zeichne Snake machen. Und jetzt machen wir genau dasselbe und sagen ein lösche Snake. Lösche Snake. Ja? Das heißt, ich setze statt eine 1 einfach eine 0 hin und lösche sozusagen, bevor ich die Schlange bewege, wird sie erstmal gelöscht. Lösche, Snake, Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt sehen wir, ist dieser Pixel weggegangen, weil er nicht mehr in der Schlange existiert. Und einen Kopf haben wir noch nicht, einen neuen, der hat noch den gleichen Wert wie vor. Das heißt, wir müssen jetzt abhängig von der Richtung einen neuen Kopf definieren. Wenn wir so etwas haben wie diese Richtung 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, dann eignet sich sozusagen, wir müssen jetzt abfragen, wenn die Richtung das ist, dann wird x um 1 erhöht. Wenn die Richtung das ist, wird y um 1 erhöht. Und da ist es sozusagen sinnvoll, eine Switch-Anweisung zu verwenden, die ja sozusagen mehrere if-Anweisungen zusammenfassen, Switch-Richtung. Und dann kann ich sagen, case 0 rechts. Da kommen jetzt wieder die Zahlen, wo ich unten definiert habe. Was muss er machen, wenn ich sozusagen nach rechts mich bewege? Nun, der y-Wert meines Kopfes bleibt gleich, der y-Wert wird nur auf 1 nach rechts gesetzt. Der x-Wert wird 1 nach rechts gesetzt. Also Snake an der Stelle 0, Punkt x gleich Snake an der Stelle 0, Punkt x plus 1, also abgekürzt plus plus. Sie merken, diese Abkürzung macht schon Sinn. Und ich mache dann einen Break. Das ist wichtig, damit er hier rausspringt, hinter die Switch-Anweisung. So, wir können mal gucken. Passiert noch nichts. Werden wir uns gleich drum kümmern. Case 0. So, was ist bei Case 1? Da geht es nach unten. Case 1. Unten. Y ist nach unten positiv,
Das heißt, hier wird der y-Wert um 1 erhöht. Bei 2, was nach links ist, wird der x-Wert um 1 erniedrigt. Und bei Case 3, was nach oben ist, da wird dann der y-Wert um 1 erniedrigt. Und dann sollte eigentlich das Ganze funktionieren Richtung ich habe die Definition hier der Variable Richtung ist hinter meinem Bewegen. Das heißt, ich mache das jetzt doch mal ein bisschen geordneter nach oben. Die Richtung, die Schlange als Variablendeklaration sozusagen hier nach oben. Und dann gucken wir mal. Und dann hat sich irgendwas weiter bewegt. Das sieht aber noch nicht so aus wie das, was ich eigentlich haben wollte. So, wir sehen, dass nicht das bei rauskommt, was wir erwartet haben. Und auch wenn wir uns das hier unten anschauen, dann sehen wir, dass irgendetwas nicht stimmt. Unser Wert bei 11 ist überschrieben worden. Die Frage ist jetzt, warum? Wir machen mal Folgendes. Wir haben hier oben die Snake ausgegeben in der Console Log. Das ist hier diese erste Zeile. Dann geben wir die ganze weiter. Und dann ändern wir sozusagen den, ich gebe das hier nochmal drüber, nochmal hier Konsole Log ausgeben, also zuerst verschieben wir das. Das sieht erstmal gut aus. Also hier haben wir L4, das heißt der Kopf ist 1 weitergewandert, das ist 1 weitergewandert, das letzte fällt weg. So, und was machen wir jetzt? Wir ändern Snake an der Stelle 0.x. Snake an der Stelle 0 ist das hier. Aber gleichzeitig verändern wir auch das hier. Warum? Nun, in dem Fall ist es eben auch so, dass dieses Array ein Array von Pointern ist, welches auf diese einzelnen Objekte zeigt. Und diese Zuordnung hier, die bedeutet im Prinzip, dass ich die Werte, die ich hier weitergebe, nicht diese x- und y-Werte sind, sondern das sind die Pointer auf diese Objekte. Und deshalb weisen sozusagen an der Stelle, das ist ein Objekt, das ist ein weiteres Objekt, das ist ein drittes Objekt. Hier weist aber mein zweites ebenfalls auf dieses Objekt, genauso wie das hier. Die beiden weisen auf das gleiche Objekt und wenn ich da einen Wert ändere, ändere ich das in quasi beiden, weil die auf den gleichen Inhalt zeigen. Wir müssen also entweder hingehen, ein neues Objekt generieren, was wir hier oben einsetzen, oder wir sagen hier einfach an der Stelle Snake an der Stelle x.x gleich Snake an der Stelle L-1.x und sagen Snake an der Stelle L.y gleich Snake. Wir zeigen immer noch auf die gleichen Objekte. Wir werden nicht diese Links, sozusagen diese Pointer verändern, sondern auf den Elementen, auf die wir zeigen, auf die Objekte, die wir zeigen, werden wir die einzelnen Eigenschaften ändern. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann sehen wir, dass die Werte stimmen. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Objekte, den Pointer auf die Objekte weitergegeben, sondern wir haben tatsächlich in dem Objekt den Wert reingesetzt aus dem anderen und haben auf die Art und Weise das Ganze zum Laufen gebracht. So, jetzt soll das Ganze. Jetzt soll das Ganze sich bewegen. Wir haben jetzt eine einzige Bewegung gehabt. Das ist natürlich relativ wenig. Die Richtung bleibt ja erstmal gleich. Das Ganze soll nach rechts weiterlaufen. Und jetzt kommt die Frage, wie bringe ich das Ganze in Bewegung? Und da kommen wir wieder auf dieses Timeout, was wir ja auch schon in dem anderen Spiel hatten, wo es immer darum geht, irgendwie Bewegung zu machen.
Also brauchen wir hier ein Timeout, um das Ganze im Prinzip zu starten. Set Timeout, bewege Snake, das ist die Funktion, die aufgerufen werden soll, und nach nach einer vorgegebenen Zeit, die wollen wir eventuell auch wieder ein bisschen verändern können, so dass wir hier das so machen, wie wir das im letzten haben. Wir sagen hier Komma Schleifenzeit, und diese Schleifenzeit definieren wir uns irgendwo hier oben bei den Variablen. Variable Schleifenzeit gleich, ich mache jetzt mal 1000, wir können ja mal gucken, wie das dann aussieht. Wenn ich das jetzt abspeichere, dann ruft er nach einer Sekunde dieses bewege Snake auf, gucken, eine Sekunde, zack, ist eins weitergegangen. Und das Ganze wollen wir natürlich dann am Ende dieser Bewegung nochmal machen. Ups, das war das Falsche, habe ich es nicht kopiert. Set Timeout, bewege Snake, Schleifenzeit. Also hier ist das bewege Snake, da hat er es einmal bewegt, und nach der entsprechenden Schleifenzeit bewegt er es dann nochmal. Also jede Sekunde läuft er jetzt eins nach rechts. Wir haben hier unten die ganzen Ausgaben und Sie sehen, das Ganze funktioniert erstmal. Jetzt wird er natürlich an der Stelle nicht aufhören, sondern wird weiterlaufen und eine weiße Spur hinter sich lassen, weil natürlich immer die Punkte, wo die Schlange vorher war, gelöscht wird und es auch nicht weiter passiert. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn er ganz rechts rausläuft, ob es da jetzt eine Fehlermeldung gibt. Ja, da gab es also eine Fehlermeldung hier. Können wir nachgucken, irgendwo ganz unten, weil er jetzt auf den Speicherbereich zugreift, der nicht da ist. Das wollen wir natürlich vorher noch verhindern. Okay, das war also jetzt die Aufgabe, die Detailaufgabe mit der Bewegung. Grundsätzlich funktioniert. Wir können ja mal ausprobieren, wenn die Richtung nach unten gehen würde, wie das Ganze dann aussieht. Ja, dann geht er nach unten und rutscht halt unten raus. Gibt es mit Sicherheit jetzt auch vielleicht einen Fehler? Nee, kein Fehler. Oder nach links 2. Ja, jetzt läuft er in sich selber sozusagen und dann auf der anderen Seite wieder raus. Funktioniert auch. Oder die 3 nach oben, dann biegt er eben nach oben ab. Also das scheint erstmal zu funktionieren. Wir bleiben jetzt bei der 0. Okay, das ist also Bewegen der Schlange. Das ist das, was wir jetzt gerade umgesetzt haben. Die Bewegung der Schlange nach rechts, nach unten und so weiter und so fort. Das hat also soweit funktioniert. Und jetzt geht es darum, die Schlange über die Cursor-Tasten zu steuern. Das ist jetzt nicht ganz so trivial. Es ist zwar schon trivial, hat aber je nachdem, wie man es macht, Konsequenzen. Und auch hier hilft natürlich eine Google-Suche weiter. Zuerst JavaScript, weil wir uns ja mit JavaScript beschäftigen. Dann geht es darum, in unserem Canvas Keyboard-Events abzufangen. Und wenn Sie da googeln, und dann finden Sie als relativ erstes eine Lösung, die da lautet windows.addEventListener keydown this check, false. Und dann haben wir eine Function, die jetzt einfach als, ja, in dem Beispiel drin war, Function Check E ist ein Parameter, der übergeben wird. Und in diesem E für Event steht eben auch der Keycode drin, der Tastatur, die da, der Taste, die da gedrückt wurde. Wir können das einfach mal verwenden. Ich gehe gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Also an irgendeiner Stelle, direkt am Anfang, würden wir jetzt einbauen Window. Das Window hier bezieht sich auf das Fenster, also auf dieses Fenster, das der Browser aufgemacht hat, wo also unsere HTML-Datei angezeigt wird. Wir kennen das ja mit dem Button, so ein On-Click-Händler. Auch das wäre eine Möglichkeit, da haben wir aber eventuell andere Probleme, und wenn Sie das so suchen, kommen Sie zuerst auf diese Lösung. Also verwenden wir zuerst mal diese Lösung. Window ist also ein Objekt, das dieses Fenster repräsentiert, und da gibt es ein addEventListener. Hey, hier schreibt er aber viel drüber.
@EventListener. Das heißt, zu Deutsch übersetzt, das hilft immer, wenn man sich die Sachen auf Deutsch übersetzt, füge hinzu, ein Ereignis-Zuhörer. Ereignisse ist das, was passieren kann. Also, Sie machen eine neue Seite auf. Das ist ein Ereignis. Sie gehen aus einer Seite raus, ist auch ein Ereignis für diese Seite. Ja, wenn Sie geboren werden, ist das ein Ereignis für Sie. Und wenn Sie sterben, ist das auch ein Ereignis für Sie. So ähnlich gilt es hier auch für diese Webseite. Dann, wenn ich mit der Maus irgendwie mich drüber bewege, sind das Ereignisse, die halt, je nachdem, über was ich mich bewege, das eine Objekt oder andere Objekt etwas mehr interessiert. Wenn ich irgendwas anklicke, irgendwo reinklicke, dann ist das ein Ereignis. Und Sie sehen, er reagiert irgendwie drauf. Und was ich jetzt mache, ist, ich definiere eine Funktion, die als Event-Listener funktioniert. Wenn also dieses Event auftritt, und zwar das Event Key Down, das muss ich angeben, weil es gibt ganz viele Events, das Type Key Down, und dann muss ich den Listener angeben, und dieser Listener wäre zum Beispiel Check, also eine Funktion Check. In meinen Folien habe ich einen dritten Parameter, den muss ich da nicht unbedingt angeben. Ich muss auch das Sys nicht davor angeben, was ich da drin stehen habe. Und dann kann ich hier eine Function Check definieren. Function Check und übergebe einen Parameter, der wird automatisch eingefügt, und den lasse ich mir mal ausgeben, console.log_e. Einfach mal gucken, was passiert. Und ich lösche hier oben mal die Snakes, die mir ansonsten die Konsole vollhauen. Speichern. So, das Ding läuft. Ich klicke jetzt mal irgendwo rein und es passiert gar nichts. Dann habe ich sie unter Umständen belogen. Window@EventListener, Key Down, Check. Ah. Entschuldigung, ich habe sie nicht belogen. Hier unten taucht ja alles auf, was ich eigentlich sehen wollte. Ich habe nur nicht hingeguckt. Okay, also vielleicht schneide ich das auch raus. Also, wenn ich das jetzt, wo ist der Check? Lass das ausgeben. Ich speichere das ab. Und dann bewegt sich das Ganze und ich klicke irgendwo mal drauf. Geht ja nicht um Klicken, es geht ja um eine Taste drücken und dann kommt ein Keyboard-Event. Also das Klicken habe ich ja gar nicht abgefragt. Ich habe ja Key-Down abgefragt. Keyboard-Event. So, hier unten haben wir das Keyboard-Event. Es ist kein Alt-Key gedrückt, was immer das heißt. Ja, der Code, Key, was ich gedrückt habe, war U. Key-Code ist 85. Und uns interessiert ja im Prinzip Taste hoch, Taste runter. Jetzt müssen wir die Seite mal neu laden. Also Taste hoch, Arrow up, Taste runter, Taste rechts, Taste links. Und dann können wir uns das mal anschauen, was da sozusagen, ich könnte auf diesen Code triggern zum Beispiel, oder was meistens besser ist, ich gehe auf einen Keycode, ja, 38 ist Arrow up. Also wenn ich an der Stelle sage, if e.keycode gleich 38, das was hier steht für Arrow up, dann soll er Richtung gleich 0 war rechts, 1, 2, 3 Richtung auf 3 setzen. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Ja, ich drücke jetzt hier mal Taste hoch und schon läuft das Ding nach oben. Also das ist relativ einfach sozusagen, if Keycode gleich 38, Richtung gleich 3. Auch hier eignet sich dann wieder ein Switch-Befehl dafür. Switch e Keycode. Dann mach bitte Folgendes. Das hat auch eine gewisse Ordnung. Diese Ifs können da leicht Case 38. Das ist nach oben. Richtung gleich 3, ein Break nicht vergessen,
Case. Ja, jetzt müssen wir die anderen suchen. Das heißt, wir lassen das einfach nochmal laufen und drücken mal die Taste nach rechts, nach unten und nach links. Ja, und dann können wir das uns hier anschauen. Arrow right ist Keycode 39, also Case 39 ist nach rechts, Richtung gleich Rechtswand 0, Break, Case, was ist bei den nächsten? Jetzt haben wir nach unten, Arrow down, da schauen wir mal an, Keycode ist 40, Case 40, da habe ich jetzt gerade mal die richtige Reihenfolge. Huch. Richtung gleich 1. Break nicht vergessen. Wenn Sie das Break vergessen, dann, und er geht hier 39 rein, dann führt er Richtung gleich 0 aus und Richtung gleich 1. Und dann läuft er in die falsche Richtung. Deshalb brauchen wir das Break Case. Jetzt hoffe ich mal, dass das letzte Left sind dann, wie viel? Die 37. Okay, dann werden wir sozusagen oben drüber. Case 37, Doppelpunkt. Richtung gleich 2. Break, hier hinten bräuchte ich jetzt nicht unbedingt einen Break. Speichere das Ganze ab und schau mal, was passiert. Also, nach links geht, nach oben geht, nach rechts geht. Umgeht, rechts, unten, links. Also es funktioniert. Es funktioniert in jede der Richtungen, die ich möchte. Jetzt möchte ich einen Nachteil zeigen, die diese Geschichte hat. Und zwar, ich gehe einfach mal hin und mache mal noch ein bisschen Text unter meinen Canvas. Test. Ja, und ein paar Breaks. Breaks, hier nehmen wir das Standard Break. So, das ist einfach, ups, das war das Falsche, das ist einfach, Command V, das ist einfach ein bisschen was hier unten drunter steht und ich meine Seite scrollen könnte. Ja. Ich mach mal hier, dieses Window Event Listener mal weg, damit wir das Verhalten der Seite sehen. Also ich habe jetzt hier diese Seite und ich kann diese Seite scrollen mit der Maus, okay. Und, muss ich allerdings hier den Fokus haben, ich kann es auch mit den Cursor-Tasten scrollen. Das ist das normale Verhalten einer Webseite. Wenn ich jetzt allerdings diesen Windows Event Listener hier draufschalte, anklicke, mit der Maus kann ich sie immer noch scrollen, und ich scrolle sie auch noch weiterhin mit den Cursor-Tasten. Aber Sie sehen, dass sobald ich nach unten mache, dann läuft meine Schlange nach unten, aber gleichzeitig scrollt sozusagen der Bildschirm. Das heißt, dieses Standardverhalten, was eigentlich passieren soll, das würde ich gern unterbinden. Das macht in unserem einfachen Beispiel, wo wir letztendlich auf dieser Seite nichts anderes haben als diesen Canvas und dieses Spiel, ist das auch vollkommen in Ordnung, dass wir den Rest unterbinden. Aber wenn wir zum Beispiel ein Eingabefeld haben, in dem Sie Text eingeben können, aus irgendeinem Grund Ihren Namen oder so, und Sie unterbinden, dass er nach links oder rechts mit den Cursor-Tasten sich bewegen kann, dann können Sie da nichts eingeben. Ja, weil also dann ist das Verhalten nicht mehr so, wie es sein soll. Deshalb ist diese Lösung mit diesem Event-Händler, der alles abfängt, nicht ganz so gut. Aber zuerst müssen wir mal unterbinden, dass er das macht. Und zwar soll er das nur bei den Tasten machen. E.preventDefault ist eine Methode, die sozusagen ich hier einbauen kann. Und dann wird das normale Verhalten in dem Moment
unterbunden. Aber nur bei den Tasten. Alles andere wird sozusagen durchgeleitet. Prevent Default. Also das Standardverhalten passiert dann nicht mehr. Jetzt habe ich es gelöscht. Jetzt müsste ich es nochmal hinkopieren. Habe ich es noch? Nee, habe ich nicht. Also machen wir nochmal ganz kurz ein paar Breaks rein, damit wir einfach sehen, dass da was passiert. Und kopieren das nochmal und machen da nochmal was rein. Aber damit wir sehen, dass er jetzt nicht mehr mitscrollt, wenn ich das abspeichere. So, jetzt Taste nach unten. Sie sehen, er scrollt nicht mehr mit. Das heißt, jetzt habe ich dieses Standardverhalten ausgeschaltet. Bei allen anderen, außer diesen Cursor-Tasten, ist das Standardverhalten nicht ausgeschaltet. Aber hier über die Methode Prevent Default, also verhindere das Default-Verhalten, das Standardverhalten. Alles wieder weg. Gut, jetzt haben wir die Schlange bewegt. Soweit, so gut. Jetzt sollten wir mal testen, ob die Schlange zum Beispiel an den Rand stößt. Dazu, ja, was müssen wir machen? Wir müssen den nächsten Punkt uns anschauen. Und der nächste Punkt ist ja im Prinzip das hier. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt, wenn wir die Schlange bewegen, müssten wir gucken, wir kennen ja die Richtung, ob er, wenn die Richtung nach rechts ist, hier diesen Wert erreicht, wenn wir eins dazu addieren. Wenn die Richtung nach links ist, ob er 0 wird. Wenn die Richtung nach oben wird, ob er 0 wird. Wenn die Richtung nach unten wird, ob es 9 wird. Das müssen wir im Prinzip austesten. Und im Prinzip entspricht das ja dem, was wir hier auch machen. Eigentlich können wir das hier so kopieren, Switch Richtung, und können das hier im Prinzip abfragen. Also wenn die Richtung nach rechts ist, ja, dann müssen wir gucken, if snake an der Stelle 0, aber das, doch, das sind wir schon, an der Stelle 0 plus 1, ich addiere es jetzt nicht, ich überprüfe das nur, größer als, und wir haben jetzt hier gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir haben das Ding gesetzt auf, 23, also größer ist als 22. Wenn es größer ist als 22, als 22, dann Spielende. Dann können wir an der Stelle sozusagen das Spiel abbrechen. Hier mache ich eine andere Art, das wird jetzt ein bisschen umständlich, weil ich ja immer wieder das Gleiche machen muss. Hier mache ich eine andere Abfrage, hier mache ich eine kombinierte if-Abfrage, if Richtung gleich gleich 0 und snake an der Stelle 0, also der Kopf, und 1 nach rechts größer als 22. Oder, jetzt kommt das Oder, und das Oder ist auf dem Mac, jetzt muss ich mal selber gucken, die Taste Option, Auswahl und dann die 7, das sind die zwei senkrechten Striche. Oder aber, die Richtung ist jetzt nicht 0, ich setze das extra in Klammern, damit das alles schön passt, also die erste Bedingung. Ich schreibe die mal unter nach Richtung gleich oder Richtung. Das ist jetzt mit dem Zeilenumrummeln blöd. Ich mache ein bisschen so, ist besser zu sehen. Die Richtung ist 1 und
Snake an der Stelle 0 Punkt y plus 1 wäre größer als 8. Da sind wir unten raus. Oder die Richtung ist 2 und Snake an der Stelle 0 Punkt x minus 1, weil wir ja nach links gehen und deshalb x um 1 verringern würden, ist kleiner gleich 0. Gleich 0 würde reichen. Kleiner gleich 0 ist einfach abgesichert. Falls aus irgendeinem Grund man die 0 überspringen würde und er wäre im negativen Bereich, wäre das immer noch falsch. Oder als letztes, die Richtung ist 3 und Snake an der Stelle y minus 1 wäre ebenfalls kleiner gleich 0. Und dann kommt natürlich kein Oder mehr hinter. Wenn das der Fall ist, dann soll er bitteschön Folgendes machen. Das hier kann weg. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Also, dann kann er Folgendes machen. Er kann mit Alert ein Fenster ausgeben. Spielende. Ja. Mit Anzahl der Punkte zum Beispiel. Spielende. Sie haben plus Punkte plus Text Punkte. Und wir brechen an der Stelle ab. Wir gehen mit Return aus der Funktion raus und damit wird kein SetTimeout mehr gestartet und damit beenden wir sozusagen das Spiel. Wir können das mal testen, weil wenn das Ding jetzt hier einfach weiterläuft, dann soll er ja irgendwann da anstoßen. Und dann sollte eigentlich ein Alert kommen. Mal gucken. Zack. Sie haben 0 Punkte. Das ist schon mal gut. Jetzt starten wir neu. Neu laden. Bewegen das Ganze nach oben. Sie haben 0 Punkte. Noch ein Neustart. Wir bewegen das Ganze nach unten. Auch das funktioniert. Und noch ein Neustart. Wir gehen eins runter und bewegen uns nach links. Und auch da sollte es dann ein Spielende geben. Auch das hat funktioniert. Also, das haben wir schon mal gemacht. Ich gucke jetzt mal gerade in meine Folien, wo wir da stehen geblieben sind. JavaScript Canvas Keyboard Events, diese gefundene Lösung, Windows Add Event Listener Key Down, es geht ja nur um den Tastendruck, nicht um Maus. This.check, this bezieht sich auf dieses Dokument, also die Function Check, die in unserem JavaScript-Kurs enthalten ist. False ist ein zusätzlicher Parameter, den man auch weglassen kann. Es wird eine Function Check aufgerufen, es wird ein Parameter E übergeben, der alle Informationen zu dem Event enthält und da interessiert uns der Keycode, der dann für die entsprechende Taste steht. Wir werden das also entsprechend einfügen, das ist das, was ich gerade erläutert habe. Dieser AddEventListener, da können wir uns mal die Syntax anschauen. Ich mache das jetzt hier mal groß. Wenn man also danach sucht, dann kommt man zum Beispiel auf die W3 Schools. W3schools.com, die sind sehr gut, sehr einfach erklärt, in einem relativ einfachen Englisch, kann ich also sehr empfehlen. Und hier steht dann zum Beispiel, wie das Ding benutzt werden kann, wenn wir uns das hier mal anschauen, document.addEventListener, der hängt den addEventListener jetzt nicht an das Window, sondern an das Dokument, und zwar ein Click-Event-Listener und hier definiert er die Funktion gar nicht mal irgendwo anders, sondern schreibt es direkt so rein. Einfach nur mal mitnehmen, dass sowas geht. Die Syntax Event-Function-Use-Capture, also hier haben wir die Syntax definiert. Hier stehen die Parameter. Event is required, muss angegeben werden. Function is required, muss angegeben werden. Use-Capture is optional. Optional lassen wir einfach weg, ja, und da erklärt er sozusagen, was wir da finden und dann kommen noch mehr Beispiele hier, zum Beispiel Document, Add Event Listener, Click, My Function und so weiter und so fort. Mal kurz gucken, ob die
For a list of all HTML DOM events, look at our complete HTML DOM event object reference. Da können wir dann durchgucken und hier sehen wir alle möglichen Events, die auftreten können, sozusagen Drag and Drop und so weiter. Sie sehen, das ist ziemlich viel, was wir da verwenden können. Das nur mal so als Information, wie man sozusagen an diese Informationen auch drankommt. Das ist also nichts, was Sie nur von mir lernen, das können Sie sich im Internet selber aussuchen. Console.log, das machen wir hier mal noch raus. Okay, aber nochmal zurück zur... Das war es jetzt nicht. Da waren wir jetzt irgendwie falsch. Da haben wir so. Der Event-Listener. Verwenden und dann funktioniert das. Wir haben das Standardverhalten des Fensters unterbunden bei den Tasten, die wir abgefangen haben, über dieses ePreventDefault. Also E ist dieses Event und das hat eine Methode PreventDefault. Okay. Das heißt aber, innerhalb von Eingabefeldern könnten wir zum Beispiel die Cursor-Tasten nicht mehr sehen, weil wir ja fürs komplette Fenster abgefangen haben. Hier nochmal im Übersicht, wie wir das gemacht haben. Nach unten, Richtung gleich 1. Die Richtung wird also geändert. Die enthält ja unsere Information, wo es lang geht. Und wir prevent default, verhindern, dass der Default-Mechanismus kommt. Okay. Unsere Maus läuft. Wir haben auch schon ganz kurz Vorgriff. Test auf das Spielende, neue Position des Kopfs ermitteln. Außerhalb des Spielfeldes, ja, Spielende. Innerhalb der Schlange haben wir noch nicht, Essen haben wir auch noch nicht, aber wir gucken jetzt mal erstmal zufälliges Verteilen des Essens. Ja? Also ich habe jetzt in der Programmierung etwas vorgegriffen. Essen verteilen, okay. Wir machen eine Methode, ich klappe die hier mal ein bisschen weg, damit es einfach ein bisschen übersichtlicher wird. Lösche Snake, zeichne Snake, zeichne Punkte. Zeichne Ziffer, bewege Snake. Und wir machen einfach mal eine Methode, die dann lautet, muss ich nachgucken, damit mit meiner Demo übereinstimmt, eine Function setze. Setze Essen. Ups, natürlich aneinander in Camel Case. Parameter brauche ich nichts. Ich brauche zwei Variablen, x, Variable y, die sollen sozusagen die Position meines neuen Essens sein. Ja, und was muss ich jetzt machen? Die lasse ich durch x und y, durch Zufallszahlen generieren, wie wir das schon geübt haben. X gleich mass.floor nach unten abrunden von mass.random liefert zwischen 0 und einschließlich und 1 ausschließlich mal 21, also 21, wir haben von 1 bis 21, wir kriegen aber jetzt zurück sozusagen von 0 bis 1, ne, wir haben von 1 bis 22, wir kriegen aber zurück von 0 bis 21, das heißt, wir müssen auf das, was zurückkommt, immer noch mal 1 dazu addieren. Also MassRandom liefert zurück 0 einschließlich bis 0,999 mal 21 nach unten gerundet ergibt also Werte zwischen 0,999 mal 21 sind 20,999 irgendwas, also 20 und 20. Das heißt, wir haben als Maximalwert hier die 21, weil hier haben wir den 23 gesetzt. Wenn wir dann bei 22 sein, 22. 22. Mesh Random, hier haben wir 0, mal 1 ist der Maximalwert. Konsole.log x. Gucken wir einfach, was bei rauskommt. Sätze essen müssen wir natürlich an irgendeiner Stelle auch aufrufen. Das machen wir gleich nach Zeichne Snake. Sätze essen. Klammer auf, Klammer zu. Neuladen. 22. 22 ist also unser Maximalwert, der jetzt hier rauskommt. Also kommt hier
22 rein und hier haben wir Messpunkt random. So, der y-Wert ist 1 bis 8. Messpunkt floor, Messpunkt random, also 0 bis 7. Das heißt, wir brauchen random mal 8. Dann ist sozusagen, haben wir Werte zwischen 0 und 7 und addieren nochmal plus 1 dazu. Und da haben wir unseren xy-Wert. Jetzt könnte dieser xy-Wert sich in der Schlange befinden. Und das wäre ein bisschen blöd, wenn wir sozusagen ein Essen auf die Schlange setzen. Ja, weil sie müsste dann ja erstmal ganz weg. Könnte man vielleicht machen, sieht aber blöd aus. Also testen wir, ob dieser xy-Wert sich in unserer Schlange befindet. Wir haben ja das mit der Schlange durchlaufen schon ein paar Mal gemacht. Hier bei Zeichnesnake zum Beispiel haben wir eine Schleife gemacht, wo wir alle Punkte durchgehen. Und dann können wir das hier auch abfragen. So. Vor. So. Was wir jetzt aber abfragen ist, wir wollen wissen, ob der Punkt innerhalb der Schlange ist. Wir sagen erstmal ganz optimistisch, in Schlange gleich false. Ist nicht in Schlange. War in Schlange gleich false. Ja. Sobald wir jetzt einen Punkt treffen, der sich sozusagen da befindet, dann ist in Schlange true. Das machen wir jetzt erstmal. Also, if x gleich gleich snake, ich überprüfe jetzt sozusagen meinen x-Wert, den ich hier zufällig ermittelt habe, mit der Reihe nach jedem x-Wert meiner Schlange. Snake an der Stelle L, also wir fangen bei 0 an, Punkt x. Und wenn der auch noch gleich gleich ist, also und der y-Wert stimmt auch noch überein, nur dann ist diese Bedingung erfüllt. Also y gleich schnell an y. Das Aufpoppen nervt mich ein bisschen hier. Ach, jetzt habe ich hier seitlich gemacht. So, wenn das der Fall ist, dann sage ich in Schlange gleich true. So. Dann geht er natürlich jetzt die Vorschleife weiter, aber sie wird nie mehr auf false gesetzt. Was mache ich denn jetzt, wenn der in der Schlange ist? Naja, dann will ich im Prinzip das hier wiederholen. Also ich mache eine While-Schleife, solange er in der Schlange einen Punkt gesetzt hat, mache ich einfach einen neuen Punkt. Ja. Und da ich aber zuerst mindestens einen Punkt erstmal zufällig haben muss, den testen muss und dann erst die Bedingungen abprüfe, ist das einer der seltenen Fälle, wo man eine Do-While-Schleife verwenden würde. Do, Klammer auf. Ja, und alles, was ich jetzt gemacht habe, setze ich rein. Warum? Weil ich muss ja erstmal einen Punkt überhaupt haben, damit er überhaupt testen kann, ob es in der Schlange ist oder nicht. Und am Ende sage ich while in Schlange. Schlange. Ja. So, und der bleibt jetzt so lange darin, bis er einen Punkt gefunden hat, der nicht in der Schlange ist. Und da kann ich jetzt mein Essen hinsetzen. Und dann sage ich einfach dot an der Stelle x, y, und nehme jetzt den Wert 2, der, wie wir gesehen haben, einen roten Punkt zaubert. Und jetzt können wir das mal ausprobieren. Da ist mein roter Punkt und den müsste ich jetzt sozusagen ansteuern und drüber fahren. Und in dem Moment, wo er drüber fährt, soll er dann entsprechend einen Punkt hochzählen, die Schlange verlängern und einen neuen Essenspunkt setzen. Das heißt, ich muss jetzt während der Bewegung meiner Schlange testen, ob der Kopf demnächst ein Essen frisst. Ja? So. Und das könnte ich zum Beispiel machen, nachdem ich meinen Kopf weiter bewegt habe. Ja, kann ich an der Stelle testen, ob an der Position
ein Essen sitzt. Ich habe die Schlange vorher gelöscht. Sie ist also nicht mehr sichtbar. Ich habe sie aber noch nicht gezeichnet. Würde ich sie zeichnen und sie wäre über meinem roten Punkt, wäre der rote Punkt weg. Wenn ich jetzt aber, wenn sie noch gelöscht ist und noch nicht wieder gezeichnet ist, abfrage if dot if is dot an der Stelle x, y und zwar snake an der Stelle x, ich habe das ja schon weiter bewegt, Komma snake an der Stelle y, wenn da ein Punkt ist, dann ist immer noch die Frage, ist es Essen oder ist es die Schlange selber? Es kann ja auch sein, dass ich so eine Schleife drehe und in mich selber gehe und dann liefert mir, ist dort auch was, dann habe ich mich selber gefressen. Dieses ist dort liefert mir nicht zurück, ob es ein roter Punkt oder ein schwarzer Punkt ist, könnte ich natürlich ändern, will ich aber nicht. Aber ich kann natürlich Folgendes machen. Ich muss ja auch mal noch überprüfen, ob die Schlange sich selber begegnet hat, ob das Spiel Ende ist. Und das würde ich davor setzen, das mache ich jetzt noch nicht, testen, guck mal, ob die Schlange sich selbst rührt. Guck mal, dann Ende. Dann wäre das Spiel nämlich zu Ende. Und wenn das Spiel da zu Ende ist, und ich komme hierher, dann kann er nur noch über einen roten Punkt fahren, weil dass er über die Schlange fährt, haben wir schon ausgeschlossen. Dass er über den Rand fährt, haben wir auch schon ausgeschlossen. Also können wir im Prinzip hier davon ausgehen, an der Stelle, wenn wir das ausgeschlossen haben, dass der Punkt an der Stelle ein Essen ist. Was müssen wir machen? Wir müssen die Schlange verlängern. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist, weil wir die Schlange schon voran bewegt haben und wir natürlich uns den letzten Wert nicht gemerkt haben. Das können wir aber machen. Wir müssen ja jetzt den Zusatzschwanz der Schlange an die Stelle setzen, wo vorher die Schlange war. Also wenn wir jetzt hier mal schauen, die Schlange läuft hier gerade nach unten. Wenn wir die weiterbewegen, ich mache mal Neuladen, die bewegt sich nach rechts. Die Information haben wir verloren. Die brauchen wir aber, weil an der Stelle soll denn das neue Schwanzende hinkommen. Das heißt, wir müssen uns hier oben merken. Mal eine ganz blöde Variable. Variable merke Schwanzende. Ja. Gleich ist ein Objekt. Halt ein Objekt mit dem Wert x Doppelpunkt und da machen wir hin snake Punkt snake an der Stelle snake Punkt length minus 1. Das ist mein letztes Element in der Schlange Punkt x, Komma y Doppelpunkt snake an der Stelle snake Punkt length minus 1. Punkt y. Das haben wir uns jetzt gemerkt. Und wenn wir jetzt wenn wir also ein Essen gefressen haben, können wir die Schlange verlängern, indem wir sagen snake.push Klammer auf, das ist das, was wir vorher festgestellt haben, merke Schwanz, Ende. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann setze Essen. Mal gucken, ob das funktioniert. Bin mal gespannt. Also, jetzt müssen wir die hier drauf steuern. Und Sie sehen, es hat funktioniert. Ja, er hat einfach die
sich gemerkte Position sozusagen hintendran als neues Objekt drangehängt. Wir brauchen jetzt auch ein neues Objekt, weil wir ja eine längere Schlange haben und das Ganze funktioniert. Wir müssen den Punktestand noch höher machen. Also Punkte plus plus, zeichne Punkte, speichern, da ist die Schlange, hochlaufen, nach rechts laufen, nach links laufen, Entschuldigung. Undefined is not evaluated Ziffern, an der Stelle Wert, zeichne Ziffer, zeichne Punkte, natürlich, ich muss hier die Punkte übergeben. Ich habe ja einen Parameter ran gemacht, klar. Also jetzt nochmal hier einen Fokus drauf, nach unten, rüber, eins runter. Und was wir natürlich auch machen können, ist, wir können die Geschwindigkeit, mit der sich die Schlange fortbewegt, an der Stelle auch noch erniedrigen. Ja, Punktezahl hat funktioniert. Die Geschwindigkeit heißt ja Schleifenzeit gleich Schleifenzeit. Ja, wir haben 1000 Millisekunden, dann machen wir einfach mal minus 20. Wie gesagt, das sind dann so Parameter, die man dann anpassen muss, um einfach zu gucken, ob es zu schnell ist oder ob es spielbar ist oder ob es zu lange ist, weil diese eine Sekunde ist ja schon relativ langsam, wenn man das hier sich so anschaut. Jetzt sind wir schon 20 Millisekunden schneller. Es fällt aber noch nicht so richtig auf. Okay, das Einzige, was jetzt noch nicht funktioniert, ist, wenn ich jetzt in mich selber laufe, also kurz einmal hoch, einmal rechts und nochmal einmal runter, und dann hätte er eigentlich auch Spielende sein müssen, weil ich in mich selbst reingelaufen bin. Und das müssen wir jetzt noch abfragen. Und dazu brauchen wir sozusagen die Position des Kopfes. Ja, so wie wir das hier auch haben. Und überprüfen, ob die innerhalb der Schlange ist. Und die Schlange haben wir ja schon mehrfach abgearbeitet. Hier in so einer Schleife. Arbeiten wir wieder die komplette Schlange ab. Und machen von 0, das wäre der Kopf, den braucht man nicht zu untersuchen. Von 1 bis Snake Length, kleiner als Snake Length, gucken wir einfach, if auf Snake an der Stelle 0. Das ist also unser Kopf, und zwar da, wo er nachher sitzt. Wir haben ihn ja schon entsprechend weiter bewegt. Punkt X gleich gleich Snake an der Stelle L. Wir fangen dann bei 1 an. L Punkt X und kaufmännische doppelte und Snake an der Stelle 0 Punkt Y gleich gleich Snake an der Stelle L Punkt Y. Wenn das der Fall ist, dann haben wir ebenfalls Spielende. Dann können wir im Prinzip das kopieren, was wir hier oben haben. Spielende. Eventuell könnte man ja eine extra Funktion aufrufen, falls ich da noch irgendwie mehr machen will. Hier nochmal kurz formatieren, neu abspeichern. So, und jetzt können wir mal gucken. Fokus hier rein. So. Wir lassen das jetzt mal dahin laufen. Und machen mal eine schnelle Kurve. Hoch, rechts, runter. Hat nicht funktioniert, das ist blöd. Nochmal. Der einfachste Test ist, ich drücke jetzt nach unten, dann müsste er in sich selber laufen. Spielende, Sie haben 2 Punkte. Das scheint zu funktionieren. Also, und er hat es auch nicht wieder gezeichnet. Jetzt machen wir es ein bisschen länger.
Ich glaube, wir sind dann gerade an dem Schwanz sozusagen vorbei, weil der sich wegbewegt hat in dem Moment. Deshalb fahren wir jetzt mal ein bisschen länger, damit wir also auch irgendwo in die Schlange reinlaufen können. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Oh, hier rechts, ja. Jetzt habe ich fast die falsche Taste gedrückt. Und wenn es jetzt etwas länger ist, gehe ich mal hoch. Gehe mal nach links. Gehe mal nach unten. Gehe mal nach rechts. Und jetzt laufen wir gerade wieder dran vorbei. Und gleich wieder hoch. Und hat funktioniert. Ja, weil er sich das letzte nicht gemerkt hat, das heißt hier dieses Schwanzende sozusagen, das war schon wegbewegt, aber es war sozusagen noch angezeigt. Wir haben das hier noch gesehen, weil wir das zwar gelöscht haben, aber die Anzeige erst dann rekalibriert wird sozusagen, wenn ich hier am Ende bin. Und deshalb haben wir das nicht gesehen. Vielleicht sollte man an der Stelle dann eben auch noch dazu fügen oder Command oder aber, also entweder ist es hier drin, naja, man macht es nicht an der Stelle, da wäre zu viel. Wir können es im Prinzip am Ende der Schleife abfragen. Und zwar, wenn diese Position entspricht meinem Merke Schwanzende.x und hier mein Merke Schwanzende.y. Und dann sollte das jetzt auch funktionieren, wenn ich eine Kurve sozusagen in mich selber drehe, dann sollte das besser passen. Das sind natürlich so ein paar Feinheiten. Oh ja, es wäre schön gewesen, ich hätte erstmal den Browser angeklickt, damit der auch meine Tastatureingaben sozusagen annimmt. Sonst bewegt sich ja etwas im Editor. Also, jetzt machen wir es um eins länger. Und jetzt machen wir direkt eine Kurve rein. Und jetzt sehen Sie, haben wir an der Stelle auch aufgehört. Und jetzt haben wir aber dieses Alert bekommen. Okay. Was fehlt noch? Spielende. Ja, eigentlich fehlt nichts. Wir können es ein bisschen schneller machen, damit wir mal gucken, ob es durchläuft. Ich mache jetzt hier einfach mal 600 und dann können wir mal gucken. Also eigentlich funktioniert das Spiel. Wir testen, ob wir uns verlängern können. Wir können es bewegen. Wir merken, wenn wir am Rand sind. Wir können die Essen überfahren. Es werden neue Essen generiert. Wir verlängern die Schlange und das Letzte, was wir gemacht haben, ist, dass die Schlange in sich sozusagen auch sich nicht bewegen darf, was das Ganze natürlich eben deutlich erschwert, wenn die Schlange dann entsprechend länger wird und wenn dann noch die Geschwindigkeit sich entsprechend erhöht, dann ist es gar nicht mehr so einfach, dieses Spiel zu spielen und es hat trotz dieser sehr simplen Mechanik, Spielmechanik, doch einen relativ hohen Reiz, weil es einfach auch im Laufe der Zeit schwieriger wird, dieses Spiel zu spielen und also gar nicht so einfach ist, sozusagen dann eine höhere Punktezahl zu bekommen. Ja, und Sie merken, es wird jetzt dann doch schon deutlich schneller, weil einfach sich diese Zeit von einem Timeout zum nächsten verringert. Und ja, also das Spiel funktioniert. Es ist eine Lösung, die ich Ihnen vorgestellt habe. Eigentlich ist schon die zweite, die ich entwickelt habe, weil jetzt beim Programmieren habe ich ein paar Dinge gemerkt, die ich jetzt anders programmiert habe, als eigentlich in der Lösung, die ich vorbereitet habe. Aber ja, manche Dinge programmiert man tatsächlich auch nicht gleich zweimal, weil es beim Programmieren eben immer mehrere Möglichkeiten gibt, wie man etwas machen kann. Ich habe zum Beispiel in meiner Lösung nicht die Schlange schon weiter belegt, sondern ich habe mir überlegt, wo wäre denn der Kopf beim nächsten Schritt und habe mir das irgendwo gemerkt und habe dann, jetzt muss ich mich konzentrieren, sonst jetzt merken Sie auch, dass es tatsächlich schwieriger wird, weil ich mir selber den Weg zubauen kann. Wenn ich das jetzt zum Beispiel so mache, oh, zack, das war jetzt schon zu schnell.
Ich habe mir also erstmal den Kopf gemerkt, wenn ich jetzt hier auf Bewege gehe, wo würde der denn landen? Hier habe ich mir das Ende des Schwanzes gemerkt, um es nachher wieder verwenden zu können und so weiter. Es gibt also verschiedene Optionen jeweils, wie Sie das programmieren können. Und solange das Spiel am Ende das macht, was Sie wollten, dass das Spiel macht, ist das auch in Ordnung. Sie haben gemerkt, ich habe jetzt schon ein paar Teilaufgaben tatsächlich auch gar nicht vorher definiert gehabt. Die haben sich dann ergeben beim Programmieren. Auch das ist natürlich, dass sich sozusagen beim Programmieren dann immer wieder neue Probleme stellen oder Aufgaben stellen, an die man ursprünglich nicht gedacht hat. Aber letztendlich ist der Spaß des Programmierens ein bisschen darin, sozusagen diese Dinge zu lösen. Und da das alles relativ logisch ist, macht das auch durchaus Spaß. Also man kann das, wenn Sie gerne Sudoku oder sowas spielen, dann ist das etwas, was dem Programmieren nicht unähnlich ist. Sie haben als Anfänger ein bisschen das Problem, dass Sie an vielen trivialen Sachen hängen bleiben. Und ich hoffe aber, dass Ihnen meine Beispielprojekte da vielleicht etwas weiterhelfen. Mal gucken, was als nächstes kommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.